Das Kelpie, der schnellste untote Gaul auf ganz Longfall. Hallo Leute, heute schauen wir uns das Kelpie an. Ein ziemlich abgefahrenes Modell bzw. Profil für die Schattenfraktion von Freebooters Fate. Wir werfen mal einen Blick in das Unboxing hinein und da seht ihr schon, dass die Standardkarten mit dabei sind in Englisch und auf Deutsch. Dann seht ihr als nächstes, dass die Base nicht die übliche Größe hat, sondern praktisch zwei aneinandergelegte Bases Größe haben. Ähnlich wie der Chevalier von den Debon. Der reitet ja auf dem Esel und hat den Esel als Reittier. Das Kelpie ist kein Reittier, zumindest nicht direkt, aber indirekt. Und das Kelpie ist auch nicht aus Zinn, sondern aus Kunststoff. Easy zusammenzukleben, weil man nur den Schweif mal eben ankleben muss. Das macht es relativ einfach und ja, ansonsten easy zusammenzubauen, in die Base kleben, die Base in die Plastikbase. Und dann haben wir das auch schon. Das Modell ist schon irgendwie ziemlich cool, so ein Einhorn, untotem Einhorn nachempfunden. Und ich habe es selber bemalt, das Modell, was ihr seht. Ich fand es ein bisschen schwierig, das ein bisschen, ja, ein bisschen was rauszuholen farblich und das nicht einfach nur so in einer Farbe runterzurotzen. Und habe dann noch so ein bisschen die Mähne und das Horn nicht in so einem Schattennebel blau grün gemacht, sondern dann nochmal so ein bisschen Einflüsse reingepackt, wie es vielleicht früher mal aussah. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Ich bin auf jeden Fall recht zufrieden mit dem Modell. Und dann werfen wir doch mal einen Blick in das Profil. Das Kelpie hat eine 12er Bewegung, was es schon mal sehr mobil macht. Und das Kelpie kostet aber auch 90 Dublonen. Das ist ziemlich heftig. Also im Endeffekt ist es gerechtfertigt durch eine bestimmte Eigenschaft, die man auch noch aufboostern kann, zu der ich aber erst später komme. Seid gespannt. Das sonstige Profil, ja, keine großen Überraschungen. Es hat halt Stärke 8 und Stärke 7. Das ist natürlich schon ganz gut. Bei 90 Dublonen sollte es das Kelpie aber auch bringen. Man muss ja bedenken, die Base ist auch ein bisschen größer. Das ist jetzt für das Kelpie nicht unbedingt ein Vorteil. Weil das bedeutet natürlich, dass mehr gegnerische Modelle ran können oder auch von der Seite ran können. Es ist natürlich insofern ein kleiner Vorteil, dass man nicht ganz so schnell in den Rücken kann, wenn man vor dem Modell steht. Ja, gut, aber ansonsten sehe ich das jetzt eher nicht so als Vorteil, weil man ja auch immer Platz haben muss, um das Kelpie zu platzieren. Das Kelpie hat Moral von 5 und 7 Leben. Ja, gut, ist bei den Schatten jetzt eher so im ganz normalen Mittelfeld. Das Kelpie bringt einen Schattenmachtpunkt mit. Was beim 90 Dublon natürlich wenig ist, aber ansonsten Standard. Das Kelpie hat allerdings den Hornstoß rechts und mit dem Hornstoß hat es Bajonett. Krass, mega krass. Dann kommen wir plötzlich theoretisch beim Sturmangriff auf eine Stärke von 11 und das ist natürlich schon eine krasse Hausnummer. Wenn man das noch irgendwie boosten kann oder noch irgendwie was dabei hat oder noch eine Attacke mit dazu bringen kann oder so, dann ist das natürlich sehr, sehr stark. Links ist dann praktisch noch der Huf. Das ist irgendwie bis jetzt so ein bisschen komisch aufgeteilt, aber irgendwie muss man das ja aufteilen. Insofern schon akzeptabel. Und für einen Schattenmachtpunkt kann noch Gift oben drauf kommen. Stärke 11 mit Gift ist natürlich schon ein Todbringer schlechthin. Wobei Stärke 8 mit Gift auch natürlich schon ziemlich stark ist. Also da lohnen sich die 90 Dublonen ja schon mal bei einer hohen Reichweite, hohen Mobilität von 12 cm mit solchen Fähigkeiten. Das ist schon mal ziemlich krass. Aber das Kelpie kann noch mehr. Denn für 2 Schattenmachtpunkte kann das Kelpie seine Bewegung noch erhöhen um 2 bzw. 4 cm und dann sind wir plötzlich auf 16 cm mit einer Bewegung. Mega heftig.
Also das ist schon super krass. Und wenn man das mit Bajonetten natürlich kombiniert, dann ist das Kelpie, kann in sicherer Entfernung stehen, so einen Sturmangriff machen. Dann ist es natürlich so, dass es in den meisten Fällen alleine vorne steht und dass die Mitschatten erstmal nachkommen müssen. Aber trotzdem, das finde ich sehr, sehr stark. Also diese Bewegung noch erhöhen, dann noch Gift obendrauf packen, Bajonett, Sturmangriff. Da geht wahrscheinlich nicht mehr viel beim Gegner. Ist natürlich dann erstmal prinzipiell eine einmalige Sache und man muss aufpassen, wie gesagt, dass das Kelpie nicht vorne alleine steht. Aber da kann man natürlich auch schnell mal in den Rücken reiten oder was weiß ich für Spirenzchen machen. Dazu sei aber auch gleich gesagt, dass Kelpie ist leider ungeschickt mit Gegenstand benutzen. Also dann irgendwie was aufnehmen, wegbringen oder irgendeinen Marker aktivieren, deaktivieren, wie auch immer, Flagge hochziehen. Das ist leider nicht und finde ich auch absolut angemessen bei einer Bewegung von 32 cm mit zwei Aktionen. Man könnte ja auch noch einen Befehl dazu schmeißen, dann ist man ja direkt bei 48. Das Kelpie hat außerdem noch ein Rauchauflösen, Wassergeboren, Sturkopf, also Wassergeboren jetzt nicht, aber die anderen beiden Sachen sind natürlich so Standarddinger bei den Schatten. Wassergeboren ist natürlich noch ganz nett, aber ja, kommt ja auch eher selber selten zum Tragen. Dann ist es noch seefest, das kann natürlich ganz praktisch sein, dass es nicht umgeworfen wird oder weggeschubst. Also das kann einem ja durchaus mal helfen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem richtig krassen Shit. Das Kelpie kann mit Schleifen 6. Soweit ich weiß, ist das Kelpie das einzige, das diese Fähigkeit hat. Die ist auch neu. Und mit Schleifen 6 kann man ein befreundetes Modell 6 cm mitschleifen. Das ist eine Eigenschaft und keine Aktion. Also kann ein Modell, das im Base-Kontakt mit dem Kelpie ist, einfach mal 6 cm mitgehen. In diesem Moment kann das Kelpie dann natürlich nur 6 cm laufen, aber man macht ja praktisch eine doppelte Bewegung. Gut. Aber das Kelpie kann für einen Schattenmachpunkt mit Schleifen 12 machen. Und jetzt ist natürlich richtig krass. Das heißt, man kann ein anderes Modell im Base-Kontakt, und man kann die ja zum Anfang der Aufstellung direkt schon so aufstellen, kann sich das Kelpie zweimal bewegen, 24 cm, gibt dafür halt zwei Schattenmachpunkte aus, um das Mitschleifen auf 12 zu erhöhen. Und dann hat man ein Modell, was sich bereits 24 cm bewegt hat in Richtung Gegner und noch gar nicht gehandelt hat. Wenn man da noch einen Befehl irgendwo mit reinballert, dann ist es natürlich mega krass. Also das durchbricht in meinen Augen alle bekannten normalen Statuten und Regelungen für Freebooters Fate und bietet nochmal völlig neue Optionen. Also wer sowas gegen sich hat, egal gegen was er vorher schon gespielt hat, da ergeben sich ja Situationen und Optionen daraus, mit denen man noch nie zu tun hatte. Wenn zum Beispiel ein Asopressor, der ja diese Nebelbomben wirft, mit dem Kelpie direkt nach vorne gezogen wird, dann wirft er die Nebelbomben schon direkt vor den Gegner. Und der kann einfach erstmal nicht schießen, hat keine Sichtlinie. Die Nebelbomben können ja auch Sturmangriffe verhindern, weil man ja nur Sicht 1 hat. Also das ist schon ziemlich krass. Oder auch wenn man den Gewitterfürsten mit nach vorne bringt, direkt 24 cm und der dann direkt ballern kann, bam, 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 bam. Das kann auch vernichtend wirken. Oder, ja, was fällt mir denn noch so ein? Ich weiß nicht, ob man den Torwächter mit nach vorne ziehen kann. Müsste ja eigentlich schon gehen. Oder sonst, also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, Spirenzchen, die man machen kann. Und so kann man natürlich auch ein Modell mit nach vorne nehmen, das vielleicht, wenn ich jetzt an das Szenario mit den Rumpfässern denke, dass ein Rumpfässchen schon dabei hat. Oder dass er halt mit einem Gegenstand interagieren kann. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein Rumpfässchen oder eine Flagge in der Mitte steht, kann das Kelpie einen Charakter mit nach vorne ziehen und er kann direkt in der ersten Runde da Sachen abhandeln. Und wenn dann noch der Anführer in Reichweite kommt und noch einen Befehl dazu schmeißt, das ist natürlich mega heftig. Da gibt es eine Menge Optionen. Also das Kelpie. 90 Dublonen ist saftig, aber pff, ja, das ist wie der Chevalier bei den Debon, das ist was völlig Neues, das muss man einfach mal ausprobiert haben. Gibt es natürlich auch noch andere Beispiele, die auch völlig neu sind, aber
Bei den Schatten ergeben sich ja jetzt grundsätzlich diverse Optionen, die noch nie da gewesen sind, die das bisherige Universum, ich nenne es mal, erweitern. Also wenn ihr Bock habt auf das Kelpie, geiles Modell, krasse Fähigkeiten, schaut gerne im SideQuest-Store vorbei und holt euch den Gaul. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video.